Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Geht es spektakulärer? Geht eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube nicht. Die Partie hat schon begonnen. Entscheidung steht, Einwurf. Matip. Ein Fußballkünstler. Er schießt aufs Tor. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriffsspiel nicht gut tun. Ziyech. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Er zieht durch. Das wird nichts. Weit vorbei. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet. Wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Wie heißt es doch so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Paredes mit der Grätsche. Gut aufgepasst. Einfach mal Langholz. Kurzava. Mit einer ganz starken Aktion. Wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein tolles Tor werden können. Ja, ja, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er mal den Kopf hochgenommen und auf seine Mitspieler geguckt hätte. Einfach mal schießen. Richtig stark gehalten. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Starker Pass und gefährlich. Riesenmöglich. Und der passt. Da ist der Treffer zum viel zitierten psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Der Spieler macht das klasse, aber für die Hintermannschaft, da bin ich mir sicher, gibt es in der nächsten Woche die Höchststrafe. Immer und immer wieder. Der Unparteiische bitte zur Pause. Die Mannschaft hat nicht ansatzweise das gezeigt, was sie kann. Sie müssen nun einfacher spielen und ihr Herz einfach in die Hand nehmen. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Noch 45 Minuten Zeit, um das Spiel noch zu drehen.
Paredes antizipiert einfach gut, geht geschickt dazwischen und dementsprechend kann der Gegner gar nicht erst sein Eigen. Und sensationell, das ist ein klasse Treffer. Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. Er versucht's. Er stand doch schon vor dem Tor. Sie schalten nicht nur unglaublich schnell um, sie versuchen auch mit möglichst vielen Leuten nach vorn und vor den Ball zu kommen. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Gut gehalten. Den muss er jetzt aber. Der ist drin. Ein Wechselbad der Gefühle. Ein wirklich brillantes Tor. Das ist die Führung. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von Jo. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Er hält drauf. Das kann richtig teuer werden. Klasse Aktion, auch wenn der Ball nicht drin ist. Die Moral stimmt, sie wollen den Ausgleich. Paredes. Nutzt, Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Und es ist völlig verdient. Sie haben nie aufgesteckt. Sie sind wieder aufgestanden. Sie haben immer an sich geglaubt. Wenn du so alleine gelassen wirst, ist es echt schwer, diese Chance nicht zu nutzen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Es ist ein irres Fußballspiel. Der absolute Wahnsinn. Den Ausgleich haben Sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt ist natürlich die große Frage, wollen Sie noch mehr? Wollen Sie den Sieg? Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft. Das könnte was treffen. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich sensationell reagiert. Exzellente Parade. Eine Brillante. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Dieses Spiel war ein echter Krimi. Mit einer einzigartigen Aufholjagd hat man das Spiel noch umgebogen. Ich sage Ihnen, ich bin komplett fix.